my home. Target is in the building. Target is hot. Light it up. He's the one. Ja, Freunde, willkommen zurück zu Brototype. Wir waren eben gerade dabei, unsere Vergangenheit so ein bisschen zusammenzuflicken. Und jetzt sind wir schon wieder dabei, Soldaten zu klatschen. Das macht Alex Mercer ihm am liebsten. So, wie man sieht, habe ich jetzt hier deutsche Untertitel, denn ich habe mir ein Deutsch-Patch runtergeladen. Es kann sein, dass hier und da ein paar Dinge nicht stimmen, weil es eben von Fans gemacht wurde. Aber so kann man ein bisschen mitlesen und die Story besser verfolgen, wenn man nicht so gut Englisch kann. Okay, wir sollten da oben den Heli holen. Wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Bam, 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 bam. Da knüppeln wir sie weg. Alpha Charlie, be advised, Nighthawk is en route to the extraction point. Rendezvous with the evac primary, northern edge of the park. Red Crown out. Alles klar, wir sollen zum Park und wir könnten uns hier tarnen. Wird wahrscheinlich eh nichts bringen, aber wieso nicht? So haben wir ein bisschen Abwechslung. Boah, ich liebe das Movement. Wie so ein Frosch springen wir hier rum. Das sieht einfach verdammt cool aus. Alles klar, wir sind getarnt. Na, war eine gute Idee. Denn wir hätten uns so oder so tarnen müssen. Hier, ganz wichtig. Ah, vorsichtig, sonst wären die nervös. Ich habe ihn gleich. Er will fliehen, aber wir sind schneller. Bam! Doctor, try to keep the discussion high level. We need to know what we're dealing with on the ground. Its effect is variable. When it does manifest, it makes the Idaho strain look like a common cold. I don't need to remind you, gentlemen, how close we came to the point of no return in Idaho. Mercer's body is a bomb, filled with this weaponized pathogen waiting to go off. And now it's loose in the city. Bring it in, no matter what it takes. I'd say dead or alive, but I'm not sure if those classifications fit Alex Mercer any longer. Okay, wieder haben wir hier einen Menschen absorbiert und natürlich nehmen wir die Erinnerungen mit und seine Gestalt. Jetzt müssen wir fliehen. Das ist der einzige Weg hier raus. Revenge was the only clear thought in my head. The only one I could call mine. I knew Gentech was the key. It made sense. I'd worked there. I'd had Dana investigating its operations. And then there was Black Launch. Whatever had changed me, erased my past. Must have started there. I thought if I could find out who was running Gentech before Black Watch erased them too, I could find my past. What did you think that would gain you? Answers. I wanted to find out what happened to me. The reason. Someone to blame, someone I could punish. Tell you the truth, I never thought I'd find her. I wish the hell I never had.
So, da wären wir. Nachdem wir den Mann absorbiert haben, haben wir sein Aussehen und seine Erinnerung. Was er weiß, wissen wir nun auch. Wir können hier mal wechseln. Ja, ich finde, so sehen wir ein bisschen aus wie so ein Auftragsmörder. Mit den Handschuhen in der Hand. Erinnerungen sehen wir hier drin. Die können wir uns jederzeit wieder anschauen. 2 von 8 und hier unten, die kennen wir noch gar nicht. Die schauen wir uns mal an. When we hunt, we kill. No one is safe. Nothing is sacred. We are Blackwatch. We are the last line of defense. We will burn our own to hold the red line. It is the last line to ever hold. Ja, genau so sieht das Ganze dann aus. Und wir wissen jetzt, dass Alex Mercer kein normaler Mensch mehr ist, sondern eine biologische Waffe. Freies Wandern. Hier können wir uns frei bewegen, zu der nächsten Mission gehen oder diverse Nebenmissionen machen, wie hier drüben. Diese 2 grünen Symbole, da können wir Rennen machen. Muss man nicht machen, kann man aber machen. Und hier drüben geht es zur nächsten Mission. Doch wenn wir die annehmen wollen, dann müssen wir erst hier die Hechtroller lernen. Und zwar hier in Upgrades, Bewegung und dann hier die Rolle. Erwerben. So, und das hier nehmen wir auch noch mit. Denn so sind wir hier ein bisschen schneller unterwegs. Nehmen wir auch noch mit. Und los geht's. Find anything? Jesus Christ, don't do that. Sorry. Okay, your apartment? There's nothing left there. Well, it doesn't matter. I've been looking at your laptop. Laptop? Yeah. It came in a package the day after you went AWOL. Look. I've seen that girl before. Well, it makes sense. There are only 2 names in the file. One is yours. The second is this woman, Elizabeth Green. She's still in isolation at the Gentech building. Do you know who she is? Hey, whoever she knows more than I do. My God. She's just a girl. What kind of fucking monsters are these people? Can't remember. Axiom will sweep to the river. Brimstone will encircle the entire sector and detain anyone moving through the area. I want this contained by daybreak. Sir, there are nearly 100,000 people in the blue zone. I'm not interested in excuses. Get it done. I have a situation I think your team is well suited for, Captain. How long until your men are in place? We're prepped and waiting for orders. We can be wheels up and boots on the ground anywhere in the city in 15. With respect, sir. A suppression operation in a city of 12 million is slightly more than my men can handle. The situation has already evolved, Captain. You're not participating in the containment action. Your team has a single target. Alex Mercer, codenamed Zeus. He's carrying a new strain. He's eliminated 50 of my men and smashed through a 2-foot steel door. You interested? I'm your man, sir. I don't need to tell you what's at stake. Jetzt haben wir einen weiteren Hinweis. Wir müssen Elizabeth Green retten. 2 Namen, Alex Mercer und dann eben noch der von Miss Green. Was genau in den letzten 5 Jahren so passiert ist, als wir weg waren, wissen wir leider noch nicht so genau. Das Ganze baut sich so nach und nach auf. Jetzt erstmal hier die Tarnung nehmen, denn wir müssen die Basis infiltrieren. Okay, that should get me to the perimeter. But I don't think it'll be enough to get me inside. I need someone with rank. Okay, wir brauchen jemanden mit Rang. Der fliegende Mann. Alles klar, wir können hier reingehen. Doch das Problem ist hier drin. Da hinten sehen wir unseren Mann. Aber die Dinger hier drüben, die scannen uns. Und dann wissen die, dass wir hier sind. Dann haben wir hier direkt einen Alarm. Und das wäre natürlich ein Problem. Also brauchen wir hier ein wenig Geduld. Wir dürfen nicht hier in den Kreis da unten reingehen. Noch ein bisschen warten. Normalerweise sollte der hier drüben zu mir hinkommen. Oh nein, der dreht ja wirklich wieder um. Na gut, Plan B.
Hat jemand Plan B? Nein? Gut. Kein Plan B für uns. Ich bin ganz normal, wie ihr. Das nehmen wir mit. 3 von 200. Hier kann man wieder eine ganze Menge einsammeln. Die Dinger hier geben auch relativ gut EP dazu. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss hier hin. Okay, die werden nervös. Sie suchen. Alles klar, und jetzt renne ich durch und hole ihn mir. Da ist unser Mann. Ich hab ihn. Und jetzt renn mit ihm weg. Das muss extrem sein. Hoho, wie wir den hier mit uns rumwirbeln. Der ist immer noch am Leben. Dass der nicht schreit. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Das ist der Ritt seines Lebens. Und jetzt fresse ich ihn. Irgendwo da hinten in so einer ruhigen Seitengasse. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Alles klar, übernehmen wir ihn. That's it. Close it off. No one goes in or comes out of the Gentech building. I want it sealed with level 4 protocols. Level 4? Ich bin Level 4. Alles klar, wir müssen hier den Alarm beenden. Ich muss hier nach oben gehen. Bin ich cool oder bin ich cool? Wams! Bunny Hop. So, die Helis. Einer weniger. Na, hier war doch noch einer. Wo ist der hin? Denn ich muss hier meine Alarmstufe loswerden. Nur dann können wir da drüben in das Gebäude reingehen. Ich höre den Heli. Ich höre ihn doch. Der ist irgendwo da oben. Na, wo ist der Heli? Der ist irgendwo da oben. Okay, der Heli ist verschwunden. Und der Alarm ist weg. Wir sind geflohen. Und jetzt können wir rein ins Gebäude. Alles klar. Moment, 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 Moment. Die können uns immer noch hier durch diese Türme finden. Einmal hier hoch. Keine Sorge, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe heute Morgen nur sehr gut gefrühstückt. Elizabeth Green. The time for waiting is over. I don't understand. I am your mother. You are mine.
private, you're guarding a hole in the fucking roof. You've been briefed about what we're up against. We're not secure until these skylights are sealed, so unless you want to pull shit patrol until your mama forgets what you look like, stand your sorry ass right here until you're told to do otherwise. Now move it! Sir! I can contain them inside a military base. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Hunter! Hier sieht man's, wir können keinen Schaden machen. Die haben so ein Schild. Am besten wir fliehen einfach. Das ist der einzige Weg, hier zu überleben. Wir machen den Bunnyhop. Den Bunnyhop extrem. Und zack, hier drüben hin. Sehr gut. Ja, genau deswegen sollte man sich die Upgrades holen für weiter springen, schneller rennen. Man merkt schon, das Ganze gibt hier ganz schön Sinn. Und nach oben mit uns. Okay, die eliminieren wir. Na, komm mal her. Ah. Dankeschön. Und ich nehme auch noch mit. Alles klar, hier bediene ich mich. Wow, 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 da fliegen die Brocken rum. Das macht Laune, Freunde, das macht Laune. Alles klar, Heilung, Heilung, Heilung. Menschen absorbieren. Und die hier ballern wir weg. Da hinten brennt's. Boah, das Ding hier hält so extrem viel aus. Besonders, wenn wir hier nur mit blanken Fäusten kämpfen können. Man sieht's ja. Na, am besten wir ballern's weg. Mit der Bazooka. Das ist eine gute Idee. Bams. Na, komm, noch einen hinterher. Einen hätten wir noch. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Mmm, lecker, lecker, lecker. Und endlich haben wir die Krallenfähigkeit dazu bekommen. Eine sehr geile Fähigkeit. So macht es direkt viel mehr Laune, wenn man seine Feinde zerstückeln kann. Obwohl, diese Hammerfäuste finde ich auch geil. Weil damit kann man so richtig schön die Gegner zu Brei machen. Alles klar, einer weniger. Man sieht es, wir machen derben Damage. Oh, der ist noch am Leben. Ich dachte, den hätten wir. Okay, Heilung. Ich brauche unbedingt ein bisschen Heilung, Junge. Boah, den Schädel runtergerissen. So ein geiler Move. Und den nächsten hinterher. In der Mitte durchgeteilt. Alles klar, wieder einer. Den gönne ich mir. Lecker, lecker. Noch eine Welle. Langsam wird's ein bisschen extrem. Aber wir halten durch. Ja, die Bazooka, die haut rein. Schon eine gute Wumme. Und hier oben haben wir noch mehr von denen. Ich brauche ein bisschen Heilung, Jungs. Nicht die Hunter. Boah, gerade noch so. Aber der hat so gut wie gar nichts gebracht, weil ich eben gerade unterbrochen wurde.
Heilung, Heilung, Heilung. Na, man sieht schon. Das wird ein enges Ding. Komm schon, heil dich, Junge, heil dich. Alles klar, wir heilen uns erstmal hier so ein bisschen hoch. Dann schauen wir, dass wir hier einen weiteren Hunter wegholen. Yep, einer weniger. Wenn ich rankomme, absorbieren wir ihn. Und der nächste da drüben, der ist auch angeschlagen. Boah, die lassen mir keine Ruhe. Wahnsinn. Komm schon, den haben wir gleich. Es regnet wirklich Kreaturen. Es regnet hier Kreaturen. Kaum zu glauben. Erstmal hier Heilung holen. Den einen hatte ich doch beinahe. Ich hatte doch eben gerade einen, den ich absorbieren konnte. Boah, der wurde ja zerrissen. Ah, hier drüben. Nehmen wir den hier. Na, komm, nach oben mit uns. Was für eine Keilerei. Haben wir noch eine Bazooka? Hier muss doch irgendwo noch eine rumfliegen. Einmal. Zweimal. Direkt hier drüben. Zack, noch eins rein. Okay, zerstückeln wir. Na, mit der Bazooka geht's ein bisschen schneller. Komm schon. Na also. Nur noch zwei hier drüben. Letztes. Alles brennt. Okay, den nehmen wir, den nehmen wir. Noch einen zum Mitnehmen. Habe ich noch einen Schuss drin? Boah, ich brauche schon wieder Heilung. Der letzte Tank da hinten, den kriegen wir doch jetzt noch. Mission komplett. Neue Upgrades. Ein paar Zivilisten sind gestorben. Infizierte geht. Okay, das hätten wir. Die ganze Anlage hier zerstört. Und wir können im Grunde rüberrennen zu der nächsten Mission. Aber erstmal will ich hier nach oben gehen und mir ein paar Upgrades holen. Na, hier eine Tarnung. Okay, Moment, jetzt habe ich hier Ruhe. Ereignisse. Ja, jede Menge Nebenmissionen. Und wir schauen hier mal rein. Also, Upgrades. Was haben wir hier so? Was können wir mitnehmen? Gesundheit, ganz, ganz wichtig. Dann hier... nehmen wir auch mit.
Energieboost. Mehr Schaden einstecken ist immer gut. So, hier hätten wir den Flugtritt. Tarnung. Auch eine sehr gute Sache. Hier können wir Feinde verzehren, ohne Alarm auszulösen. Nehmen wir auch direkt mit. Man sieht schon, wie viel EP man hier direkt am Anfang hat. Man kann sich gleich hier ein paar Fähigkeiten holen. Fahrzeuge, Waffen, Gesundheit, Bewegung, Kräfte. Hier will ich reinschauen. Die Hammerfaust. Boah, ich habe nicht genug. Na, hier wird's teuer. Na gut, dann sparen wir hier. Und rennen rüber zu der nächsten Story-Mission. Bam!